man muss in jeder Nacht die Absicht fassen. In jeder Nacht musst du die Absicht fassen, dass du den morgigen Tag fastest. Und wenn diese Absicht nicht vorhanden ist, ist das Fasten nicht gültig. Wenn wir von dem Pflichtfasten im Ramadan sprechen. Man darf sich aber mit der Absicht nicht verrückt machen. Ja? Viele fragen sich, habe ich jetzt die Absicht, habe ich sie nicht? Frag dich einfach selbst. Gestern, in der Nacht, hattest du vor, am nächsten Tag zu fasten? Das ist die Absicht. Ja? Du musst nicht in deinem Inneren, wie es manche denken, irgendeinen Satz sprechen oder sonst was, sondern wenn du diese Absicht im Herzen hattest, dass du den nächsten Tag fastest, dann in diesem Fall ist diese Absicht von dir da gewesen. Beispielsweise auch, wenn du gegessen hast. Wenn du beispielsweise vor dem Fajr-Gebet aufgewacht bist, um nochmal zu essen. Oder bevor du schlafen gegangen bist, nach dem Aisha-Gebet zum Beispiel, hast du noch gegessen und gesagt, damit ich morgen stark bin. Oder kräftig bin. Da jetzt in diesem Fall, sagen wir, du kommst und sagst, ich zweifle an der Absicht. Was hast du gemacht? Du hast gegessen. Natürlich, das Essen an sich ist nicht die Absicht, aber eine Frucht der Absicht. Denn hättest du nicht die Absicht gehabt, hättest du nicht gegessen in diesem Fall. Ja, und von daher, man soll sich hier nicht verrückt machen, aber wenn die Absicht nicht da war, dann ist das Fasten ungültig, außer bei welchem Fasten? Bei dem freiwilligen Fasten. Ja? Bei dem freiwilligen Fasten ist es gültig, dass man die Absicht auch im Laufe des Tages nimmt. Mit der Bedingung, dass man nichts begangen hat, was das Fasten bricht. Das heißt, man kann nicht kommen und sagen, okay, ich habe jetzt gefrühstückt und getrunken und jetzt ist beispielsweise das Asr-Gebet und bis zum Maghrib halte ich mich zurück und mache die Absicht zum Fasten. Weil bei dem freiwilligen Fasten die Absicht auch im Laufe des Tages genommen werden kann. Natürlich nicht. Ja? Aber jetzt beispielsweise eine Person hat einen Tag nichts gegessen. Und es ist zum Beispiel gerade das Dhuhr-Gebet. Sie hat gebetet und nichts gegessen, nichts getrunken, aber sie hat auch nicht die Absicht, dass sie fastet heute. Und dann denkt sie sich, ich komme jetzt eh nicht mal nach Hause, ich habe jetzt eh viel zu tun, ich faste den restlichen Tag. Ist dann das Fasten gültig? Kommt so an, ist das ein Pflichtfasten? Dann nicht. Aber wenn das ein freiwilliges Fasten ist, dann ist das gültig. Aber die Person wird sie für den ganzen Tag belohnt. Sie wird für den oder sozusagen ab dem Moment belohnt, wo sie diese Absicht gemacht hat. Ja, wo sie diese Absicht gemacht hat.